Moin. Hi, da bist du. Ich hab's mir überlegt, das ist doch scheiße mit dem Automatik. Alter, was hauen denn die da rein? Zwei große und ein kleines Medipack. Also okay, ich bin jetzt auch nicht wirklich in Deckung gegangen oder so, aber die hätten mich ja trotzdem getroffen. Ah, jetzt kommt die spannende Musik, ne? Die brauche ich jetzt auch nicht mehr. Ich hätte doch die Uzis nehmen sollen. Ich glaube, die Uzis waren doch besser. Und wo bin ich jetzt hier eigentlich? Das sieht nämlich eher nach einem richtig guten Tempel aus und nicht nach dem, wo ich die Maske eigentlich hergeholt habe. Und wie kommen eigentlich die da hier schon her? Haben die einen anderen Weg gefunden als ich. Vor allem, wenn die hier schon vor mir da waren, die hätten da auch gerne mal den Raum hier neu streichen können. Der ist irgendwie schon ein bisschen aus dem Leim gegangen. Gegen eine Uzi-Muni? Nee, gegen. Was haben die fallen gelassen? Ein Medipack und. Achso, stimmt, eine Uzi-Muni. Ernährten sich vom Bodenbelag. Deshalb ist der auch so fleckig. Ja, siehste, meine ich doch. Huch. Was war denn jetzt gerade? Was also entweder die Wände plättern ins Wasser ab und färbt es gelb oder dort riecht es unwahrscheinlich sehr eklig. Ja, gut. Ich glaube, Lara hat mittlerweile eh schon völlig ihren Geruchssinn verloren, so viel wie die da unterwegs ist in irgendwelchen Gemäuern. Hier ist echt nix. Oder um es mit Spaceballs-Zitaten zu schmücken, hier ist nicht mal Scheiße, Sir. Oh, aber ein großes Medipack. Ach ja, Spaceballs. Immer noch die beste Parodie von Star Wars. Igitt. I, da hinten ist ein ganzer Wasserfall mit dem gelben Zeug. Igitt. So, aber jetzt mal genug des Fäkalhumors. Ich habe keine Ahnung, wo es jetzt weitergeht. Ich dachte eigentlich, hinten geht's weiter, aber. Nochmal. Ja, was mache ich denn jetzt? Hä? Ich habe doch alles abgesucht. Habe ich irgendwas gerade übersehen? Muss ich da hoch? Nö. Irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch. Jemand eine Idee? Autsch. Das kann doch nicht sein, dass ich hier reinkomme, drei Typen über den Haufen ballern muss, die mir ziemlich viel Leben abziehen und dann stehe ich hier und darf einen abgefledderten Teil vom Tempel und Pipi-Brühen da drüben angucken. Hä? Das kann doch nicht sein. Ist hier irgendein Block verschiebbar? Es sieht nämlich nicht danach aus.
Nö, kann man nicht schieben, kann man nicht schieben, kann man alles nicht schieben. Macht jetzt auch irgendwie keinen Sinn, warum soll am Ende von so einem... Irgendwie müssen ja auch die Gegner da reingekommen sein. Ich versuch's jetzt einfach mal mit Logik. Wie sind denn die Gegner hier reingekommen? Wenn das Tor von außen verschlossen war. Ach, oder kann man den da verschieben? Nee, auch nicht. Hä? Ja gut, jetzt bin ich da oben. Und nu? Die Wand hinter mir. Danke. Warum? Nee, ich hinterfrag's nicht. Wenn ich dich nicht hätte. So. Ich vermute jetzt einfach mal, es ist nicht gesund, da drin zu landen, egal was es ist. Pipi of Doom. Da krieg ich es nicht hinüber zu springen. Soll ich mal speichern und gucken, ob wieder was da passiert? Vielleicht zieht sie nur Leben ab, vielleicht sterbe ich ja nicht gleich. Also gut für die Haare ist es doch bestimmt, oder? Ich brenne! Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Gut. Also, haben wir schon mal gelernt, egal was es ist, aber es scheint sehr, weiß ich nicht, sehr säurehaltig zu sein. Oh, jetzt wird aus dem Spiel ein Jump and Run, beziehungsweise ein Jump and Jump. Ich würde gern da hinten noch hin, ich weiß nicht warum da, das sieht so aus, als ob man da hin könnte. Pipi of Burning Doom. Ach, aber das, die Fackel da, die verbrennt nicht. Was mache ich jetzt hier? Ach, da kann ich hoch. Oh, kann ich da jetzt von hier rüberspringen? Okay, ich könnte hier runter... Könnte ich hier runter und dann darüber, aber was bringt mir das? Da drüben ist doch gar nichts mehr. Irgendwie bin ich neugierig, ich will da jetzt hin. So, jetzt bin ich hier drüben. Was kann ich jetzt hier machen? Warum, liebes Spiel, darf ich hier rüber? Das macht absolut keinen Sinn. Hier stehe ich nun, ich armer Tor und... Naja, ich bin schon schlauer als zuvor, weil ich weiß, dass ich hier nicht hätte hin müssen. So gesehen, bin ich schon mal besser als Goethe. Schiller. Ist auch egal. Toll. Ich gehe da mal wieder rüber. Und am Ende kommt raus, ich habe hier irgendwas übersehen und muss doch wieder hier hin. Aber dann weiß ich zumindest, dass man hinkommt.
Einmal nochmal hier. Scharf stellen. Jo, ich könnte mich jetzt da oben dranhängen und dann darüber hangeln, aber ich weiß noch nicht so genau, ob mir das auch was bringt. Achso, nee, ich brauch gar nicht hangeln, ich kann da auch einfach so hoch. Okay, höher geht's aber nicht. Dann gehen wir mal da rüber. Dieses Level ist sehr merkwürdig designt, auch was die... Ach, Mensch, jetzt fällt es mir gerade ein. Dieses Level heißt ja im Hochöfen der Götter oder so ähnlich. Wahrscheinlich ist es hier einfach Lava. Oder geschmolzenes Metall oder sowas. Könnte auch Chili Cheese Soße sein. Wäre zumindest eine Gottheit, dessen Tempel ich besuchen würde. Da kann ich hoch. Mei, ist das hier verwinkelt. Könnte ich darüber springen? Das sind 1, 2, 3. Da drüben könnte ich stehen. Ich glaube, da kann man rüber. Ja, schauen wir erstmal, was es hier noch so gibt. Man sollte ja meinen, dass wenn hier so viel Lava oder geschmolzenes Metall unterwegs ist, dass es hier irgendwie ein bisschen heller ist in dem Raum. Ein kleines Medipack. Das sieht man doch gern. Aha. Ach, da kann ich nicht hoch. Sagt es doch gleich, Lara. Ja, dann bin ich... Achso, dann muss ich wahrscheinlich sowieso darüber. Was ist da unten noch? Da sind Fackeln. Welch Ironie, mir geht die Fackel aus beim Aufheben von Fackeln. So, dann müssen wir sowieso wahrscheinlich... nein, was macht Lara? Was war das denn? Die Frau. Ich speichere jetzt mal, weil das könnte ein Sprung sein, der in meinem Tod endet. Immerhin habe ich eine gute Selbsteinschätzung. Ach, machen wir es doch einfach so. Nein, die Kamera ist ganz bäh. Geh doch weg mit der Kamera da. Scheiße. Okay, das geht so nicht. Ich komme da. Wie soll ich denn da sonst rüberkommen? Muss ich da hinspringen? Ah, ich muss. Ah. Okay. Dann halt so. Yes. Ach Gott, und jetzt darüber. Das ist aber hier auch eine...
machen es einem auch nicht einfach hier. Also ich hätte da ja einen kreativeren Weg rüber gehabt, aber bitte machen wir es halt so. Oh, da geht's runter. Aber da unten liegen Fackeln, das sind Fackeln, die sind so selten. Ich muss unbedingt zu den Fackeln hin. Und M16 Munition. Das Level gibt's einem aber auch. Aha. Ach, der brennt nicht. War ja klar. Jo, da drüben ist noch Schrotflintenmunition. Der Boden ist quasi Lava. Jo, eindeutig. Aha. Aber schön, dass wir jetzt gemeinschaftlich beschlossen haben, dass der Boden Lava ist und nichts anderes. So, wie komme ich jetzt zu den Fackeln? Ich glaube, so sieht es ganz gut aus. Da ist schon wieder dieses eklige Geräusch. Aha. Jetzt mit 10% mehr Hähnchen. Meinst du, da lagen bisher erst 10 Hähnchen drin? Und jetzt? Ach, ich wurde Mittelpfosten Säule muss ich jetzt darüber. Mei, das ist ja. Kennt ihr noch? Habt ihr früher? Ah, das lief im ZDF hier Tabaluga TV oder so ähnlich. Und am Ende musste das Gewinnerteam sich so einen Weg über dieses Sechseckfeld merken und dann ist das ausgeblendet worden und dann musste man da wieder drüber laufen. Irgendwie erinnert mich das hier gerade dran. Ich meine, ich muss mir jetzt hier nichts merken, aber so ein bisschen ist es hier auch jeder Sprung und jedes neue Feld könnte der Tod sein. Da habe ich übrigens damals schon, also wenn das ein Stream gewesen wäre, hätte ich da voll hart gebackseat-gamed. Weil ich konnte mir das immer prima merken. Ach, schon wieder so ein Geier. Geier-Sturzflug. Siehst du? So, ja, ich konnte mir das damals schon immer prima merken und die ganzen Kiddies da irgendwie nicht. Oh, da ist eine Falle. Was heißt, eine Falle, die man schon von so früh sieht, ist eigentlich keine gute Falle. Blick dir mal, damals gab es das Wort Backseat Gaming noch überhaupt nicht. Beziehungsweise damals hätte noch überhaupt keiner verstanden, was damit gemeint ist. Wobei, man hat den Eindruck heutzutage, wissen das immer noch nicht alle. Ich bin sehr irritiert, warum man in diesem Level so viele Munitionssachen findet. Das kann nicht, das wird ganz übel enden. Klingt eher wie eine Ente. So, bevor der Vogel da noch Flammen fängt. Ich schimpfe vom TV gesessen. Kein Backseat Gaming, du Nulpe. Ja. Ich finde ja, M16 Munition ist überbewertet. Das ist eigentlich, braucht man die nicht. Das ist Deko. Ich könnte die da jetzt holen, aber ich meine, das ist Zeitverschwendung. Speicher mal.
Ach komm, du schaffst das. Ach, von wegen, ihr wollt nur sehen, wie ich sterb. Wahrscheinlich wieder auf sehr spektakuläre, akrobatische Weise sterb. Ich seh's euch doch. Am Schreibstil sehe ich euch das doch an. Vor allem, ich wüsste gar nicht, wie ich da wieder zurückkomme, wenn ich da mal drüben bin. Ah! Ah, zwei! Jetzt ist auf jeden Fall mehr Hähnchen in der Soße. Jetzt klinge ich selbst schon wie Lara, wenn sie so einen Berg hochklettert. Ja, so, jetzt bin ich hier drüben und nu. Ah, ich glaube, darüber kann ich. Ich kann. Ach so, ich hätte gleich von da hinten. Nein, ist egal. Kann ich da? Jetzt bin ich ja doch neugierig. Nein, da kann ich nicht stehen. Ich spiele seit so vielen Jahren die klassischen Tomb Raider Teile und ich habe immer noch kein Gespür dafür, wann eine schräge... Ich habe in Tomb Raider 1, da war das, da habe ich eine Theorie entwickelt. Solche schwierigen Stellen sind beim allerersten Mal einfach. Und bei jedem weiteren Versuch kackt man ab. Das ist genau wieder so eine Stelle. Beim ersten Mal habe ich es hier wunderbar geschafft, von der Schräge runterzuspringen. Und jetzt werde ich es kein einziges Mal mehr schaffen. Das war nur, um die Theorie zu bilden. Das ist der Ausreißer der Theorie. Oder ich bin einfach besser geworden seither. Nee, aber wenn es eine Sache gibt, die ich echt noch nicht gelernt habe, dann einzuschätzen, ob so eine Schräge so ist, dass man drauf stehen kann oder so ist, dass man runterrutscht. Weil wenn hier alles schräg ist, wie soll ich das auch richtig einschätzen können? Und ich stehe auch noch frontal dazu. Was? Shay hat einen Witz gemacht, habe ich gar nicht gelesen. Jetzt ist der Boden Lara? Die eigentliche Frage ist, ob ich da tatsächlich mal versuchen soll, rüberzuspringen. Nur so, weil ich es kann. Was? Bist du? Wie dumm kann man sein? Für was? Shift ist in den alten Spielen die Idiotenversicherung. Du kannst mit Shift nicht abstürzen, du kannst mit Shift durch Fallen durchlaufen. Shift gedrückt halten heißt sicher sein. Und was macht sie? Gemütlich rückwärts in die Lava spazieren. Komm, geh doch einfach nach Hause, Lara. Läuft mir sogar schon das Wasser aus der Nase. Ja, komm, geht doch nach Hause, ihr dummen Geier. Kann ich nicht einfach mit den Geiern das Spiel spielen? Die können wenigstens fliegen. Aha. Außer es ist eine kleine Stufe, ja, das stimmt.
Ja, komm, ich werde sterben, aber ich will trotzdem wissen, ob was passiert, wenn man da drüben hinspringt. Oh! Ist da ein Secret? Ich glaube, da ist ein Secret. Und das heißt Victoria. Nein, oh, der war schlecht. Aha. So, und wie komme ich da jetzt wieder raus? Was sagtest du doch vorhin schon? Sorry, ich hab ihn nicht gelesen. Keiner hört dir zu. Oh, siehst du mal, wie es mir immer geht. Was mache ich denn da jetzt? Ach so, ich muss jetzt... Nein, nein, nein! Ich lebe noch, ich lebe noch. Also, es war... Man muss ja auch mal so testen, wie es ist mit... Gut, dass keine Moderatoren anwesend sind. Also theoretisch da runterrutschen, abspringen und dann da drüben landen. Theoretisch. Aber da komme ich doch nie rüber mit. Eins, zwei, drei. Okay, ich nehm's zurück. Knapp war's. So, einer geht noch und dann ist hier Ende. Seitdem sie hier munter gelangweilt in die Lava spaziert ist, bin ich mittlerweile nicht mal mehr überzeugt von der Shift-Taste. So, haben wir jetzt diesen Teil des lustigen, heiteren Abends auch vollendet? Kannst du jetzt mit der eigentlichen Richtung weitergehen? Was habe ich denn jetzt eigentlich an Secrets? Zwei. Fehlt noch eins. Puh, zum Glück war hier keine Falle. Automatikmunition. Ich kann ja nicht immer sterben und blöde Witze machen. Oder blöde Witze vorlesen. Wir müssen ja mal hier ein bisschen Progress machen. Das klingt nicht gut. Moin. Moin. Könnt ihr ja wetten, dass in den Seitennischen noch irgendwo was versteckt ist. Das sah jetzt schwieriger aus, als es war. Komm her, du mein schönes, großes Medipack. Ich finde es übrigens lustig, dass die großen Medipacks größer sind als ihr Rucksack.